Was icke? Ein Video? In einem Video? In einem Musikvideo? Ja, ich gebe zu, der Gedanke gefiel mir im ersten Moment. Im zweiten kamen mir aber wieder die typischen Kisitschi-Zweifel. Scheiße, was mach ich denn jetzt, ey? Kannst du das denn? Wie sehe ich dann da aus? Wann? Übermorgen? Ja, tatsächlich meinte Tom Bohne, dass wir den Song jetzt als Demo jeder mitbekommen und wir dann 2 Tage später das Video dazu drehen würden. Ihr kriegt jetzt den Song jeder als Demo mit und 2 Tage später drehen wir ein Video dazu, ja? Den Schock verdaute ich mal wieder auf meine ganz besondere Art und Weise. Ich genehmigte mir zu Hause ein Bierchen mit meinen Freunden und einen dicken, fetten Joint. Feine Sache. Der Tank des Drehs flashte mich am Anfang komplett weg. Eine riesige Crew und ein gigantisches Studio taten das Übrige. Klar, der ganze Quatsch mit der Maske und so kam auch noch. Und nach endlos langem Warten war ich dann auch an der Reihe. Der nächste, bitte. Ich weiß noch, dass ich vergessen hatte, mein Kaugummi rauszunehmen. Die Regie sah das natürlich über den Monitor und bat mich, das Ding auszuspucken. Martin, spuck sofort den Kaugummi aus. Die Regieassistentin, eine ältere Tussi mit dicken Titten, musste dran glauben. Auf dem Boden wollte ich das Teil natürlich nicht spucken und meine Position durfte ich wegen des Lichts auch nicht mehr verlassen. Martin, du musst da unbedingt stehen bleiben. Wegen dem Licht. Was tat ich? Ich spuckte der Assistentin den Kaugummi in die Hand. Ich muss heute noch grinsen, mit welcher Abscheu sie zu einem Mülleimer lief. Es war das erste Mal, dass ich vor einer Kamera stand und singen musste. Ich hatte keine Gitarre und keinen Mikroständer. Da kam die alte Kisitschi-Krankheit wieder durch. Wohin bloß mit meinen Händen? Ich wollte ja schließlich nicht in die alte Michael-Jackson-Gewohnheit verfallen. Alter, die Blöße wollte ich mir echt nicht geben. Schon gar nicht bei meinem ersten Auftritt in einem Musikvideo. Irgendwie habe ich es dann hinbekommen, aber es war echt keine leichte Arbeit. Nach dem ersten Dreh kam der Regisseur zu mir und meinte, Martin, du bist mir zu unbeweglich. Bitte bewege dich mehr zur Musik. Versuch einfach die Musik zu führen, das ist dann zu steif. Toll, ich war Headbanging gewohnt. Manchmal habe ich auch einen Mikroständer quer über die Bühne geschmissen. Aber eine Choreografie à la Detlef D. Soest. Schaffst du? Das konnten die doch jetzt echt nicht von mir verlangen. Kann ich doch. Einen Teufel werde ich tun und meine Hand oder schlimmer noch meine Faust dramatisch in Richtung Kamera zu strecken. Nein, das war nicht ich. Und so wollte ich auch nicht in meinem ersten Video rüberkommen. Irgendwie habe ich das dann rumgekriegt. Ich glaube auch, der Regisseur hat nach einer Zeit einfach aufgegeben und mich machen lassen. Oh, ich gebe jetzt auf. Ich lass dich einfach machen. Ist besser so. War auch besser so. Das Schlimmste, daran erinnere ich mich heute noch ziemlich genau, war, dass es nicht reichte, meine Lippen synchron zum Text und der Musik zu bewegen. Die wollten von mir, dass ich während meines Parts laut mitsinge. Martin, pass mal auf. Vielleicht wäre es besser, wenn du richtig laut mitsingst. Weil ich glaube, das reicht nicht aus, wenn du hier deine Lippen einfach synchron mitbewegst, okay? Toll, vor allen Leuten hier am Set laut singen. Warum musste ausgerechnet ich das jetzt tun? Erschwerend kam hinzu, dass wir alle ja den Text noch nicht auswendig drauf hatten. Ein Typ mit einer großen Tafel und einem Zeigestock stand dann die ganze Zeit neben der Kamera und deutete auf meinen Text. Hier, dein Text. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann, was für ein großer Scheiß das war. Der Tag, an dem wir das Endergebnis vorgespielt bekamen, war für mich so eine Art Erleuchtung. Die ganz private Kisitschi-Erleuchtung. Damals hätte ich mich das nie getraut zuzugeben, aber ich fand mich gar nicht so schlecht in diesem Video. Ich war überrascht, wie ich aussehen kann, wenn ich geschminkt bin. Und was so ein bisschen Licht gleich besser machen kann, hätte ich vorher auch niemals gedacht. Im Endeffekt bin ich mit einem Lächeln aus diesem Meeting raus und dachte mir, Mensch Martin, ein bisschen Schminke und du schaust doch gar nicht so schlecht aus. Für mein Selbstvertrauen war das ein ganz wichtiger Tag und es bereitete mich gut auf das vor, was noch auf mich zukommen sollte.